Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der amerikanischen Outback unterwegs. Deswegen einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind in Folge 386. Es ist die vorletzte. Wir werden zum letzten Mal auf der amerikanischen Outback Treibstoff verkaufen. Das liegt jetzt gerade an. Den Treibstofftank, den kann ich dann dementsprechend auch direkt auf dem Hof wegbringen. Den stelle ich einfach dort ab, wo jetzt der Milchtank steht. Und dann werden wir uns mich als nächstes um die Milch kümmern. So einfach ist das. Und ich werde eine gewisse Restmenge an Milch auch drinnen lassen. Ne? Vielleicht will er sich ja einen guten Schluck frische Milch gönnen. 46.000 haben wir nochmal eingenommen. Aber es sind bei beiden über 30.000 drin. Das heißt, ich werde auf jeden Fall jeweils noch eine Ladung Milch verkaufen, weil 30.000 Liter Fass unser Milchfass. Und das sind insgesamt auch nochmal über 70.000, die wir damit reinholen. Dann, ja, die Wurst und Käseproduktion, hätte ich fast gesagt, die Wurst und Fleischproduktion. Müssen wir natürlich auch nochmal ein Auge drauf haben. So. Da sind wir doch genau richtig. Bei ihm parke ich jetzt hier, dann findet er das gute Stück auch. Aber er weiß ja unsere Plätze. Gesehen hat das ja Ganze. Er ist ja nicht dabei und pachtet das hier ungesehen. Ne? So ist es ja nun nicht. So, dann wollen wir jetzt mal sehen, dass wir den Spaß hier ranholen. Milch. Damit fangen wir jetzt an. In jedem Fall geht jetzt erstmal eine Ladung Milch raus. So, das sollten wir hier vorne irgendwo geregelt kriegen. So, das braucht auch einen Moment, bis er das geladen hat. So, die Sämaschine holt auf jeden Fall bis jetzt ihn noch nicht ein. Der Streudünger darf auch noch nicht los. So simpel es ist. Hier sehen wir noch die Streifen sozusagen. Ne? Also abgeerntet, gegrubbert und neu angesät. Das ist ja das, was wir gesagt haben, dass wir in den Spaß hier noch fertig machen. Das sind die letzten Sachen. Ob wir das nun tatsächlich fertig kriegen oder ob, wenn er dann morgens kommt, hier die Helfer die Sachen dann zu Ende gemacht haben, nachdem wir schon weg sind, das ist ja nicht so wild. Die Jungs kriegen, ne, noch einen kleinen Obolus für die guten Arbeiten, die sie uns die ganzen Jahre hier gegeben haben. Virtuell gesehen natürlich. Und dann machen sie den Spaß hier noch zu Ende. So simpel ist es. So. Wir können natürlich jetzt mal gucken. Dafür müssen wir unsere Taschenlampe anschmeißen. Da haben wir sie. Wo haben wir denn hier wie viel? Ich bin mir nicht sicher, was wir wo viel von brauchen oder haben. Aber wir haben auch eindeutig noch nicht durchproduziert. Das ist der andere Punkt dabei. Ja? Kann sein, dass ich später noch minimal vorspule, damit wir die Produktion hier durch haben. Damit der ganze Spaß dann hier auch vernünftig zu Ende geht. So, gut, okay. Die Milch ist jetzt zwischenzeitlich voll, das ist gut. Dann können wir damit erstmal losfahren. So. Ja, Sauberkeit bei den Tieren. Das Fahrzeug steht jetzt ganz woanders. Das ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt so unser Problem. Unser Problem ist jetzt erstmal, dass wir Milch verkaufen müssen. Ich werde Ihnen den Gefallen tun und vielleicht den anderen Drescher hier noch rüberholen. Das will ich gar nicht so sagen. Und wie gesagt, ich werde Ihnen auch eine saubere Wiese verschaffen wieder, halbwegs. Indem ich die anderen Produktionen dementsprechend noch verkaufe, da sollten wir auch noch ein bisschen Beigeld dran machen. Und natürlich können wir dann den Spaß eine Runde verkaufen. Noch, ne? Ich glaube, ich werde den Whisky und den Rum auch extra fahren. Weil letztes Mal gab es mit den Auf- und Abladen und hin und her gepoltert da echte Probleme. Obst und Gemüse geht ja an den gleich. Obst, Gemüse hätte ich fast gesagt. Wir haben ja nur Obst. Und Milchprodukte gehen ja an den gleichen Händler. Deswegen ist das kein Problem. Ne? Das können wir dann machen. 1,3 Millionen haben wir auf dem Konto. Oben tickt noch der Counter runter. Das ist von unseren freundlichen Jungs, die noch am Arbeiten sind für uns. Und wir bringen hier erstmal den Spaß hin. So. Das ist das. Das dauert auch einen kleinen Moment, bis er das soweit hat.
Ja, also er kommt der Sache näher, ne? Also der Gruber muss echt sehen, dass er ein bisschen in Wallung kommt. Er ist einfach schneller unterwegs und hat ein paar mehr Meter, ne? Das ist nicht so einfach. Seht ihr selber, unsere Gruber sind ja auch natürlich, ne, die 8 Meter Jungs bringen natürlich auch ein bisschen was, aber wie gesagt, der hat halt nur 11 km/h drauf, trotz allem halt, ne? So muss man es sehen. So, wir sind gleich, ja, gleich fertig mit der Milch. Dann fahren wir gleich wieder zurück und machen die nächste Ladung fertig. Diesmal aus der. Diesmal ist es Soja bezogene Sojadrinkmilch, wie auch immer. So. Ja, ne, du wirst uns jetzt ins Auto fahren. Wir haben Vorfahrt, mein Freund. Du wolltest abbiegen, nicht wir. Also kein Blödsinn machen hier, ne? Sowas geht nicht. Sowas geht nicht. So, jetzt können wir hier lang fahren. Weil, wie gesagt, wir müssen eh nach hinten in die Fabrik, ne? Ja, da kann er sich echt freuen. Also wir haben da noch eine ganze Menge Soja drinnen. Ne? Also er kriegt schon. Wie gesagt, wir haben über die Größenordnung gar nicht geredet. Vielleicht muss ich wieder noch eine kleine Abfindung von ihm mal. Obolus für den Verkauf oder sowas, dass wir da vielleicht Hälfte-Hälfte machen bei dem Spaß. Ne? Aber schließlich habe ich den Kram rangebracht. So. Gut. Ich werde jetzt hier mal das Beladen starten. Und ich werde auch ein bisschen vorspulen. Liegt einfach daran, dass ich natürlich gerne die Fleischproduktion noch durch hätte. Um die anderen Produkte geht es gar nicht mal so. Da ist nochmal Lohnzahlung fällig. Hier gehen gerade noch ein paar Lichter an und aus. Ich werde jetzt auch keine Ewigkeiten vorspulen, sondern 22 Uhr ist jetzt mein Ziel. Das sind also nur Stunde 45 oder sowas gewesen. Also das ist nicht so wirklich das Ding, glaube ich. Und dann gucken wir mal. So, 22 Uhr, ist alles okay. Die Milchladung ist gleich voll. Und ich werde es nämlich dann ganz einfach machen. Ja, noch voll, genau. Wir werden natürlich jetzt den gerösteten Kaffee verkaufen. Aber ich kann genauso gut auch Kaffeebohnen verkaufen. Und der wird natürlich jetzt beim Vorspulen auch Kaffeebohnen produziert haben, dass wir die natürlich jetzt auch noch eine Runde verkaufen wollen. Ne? Wir wollen ja echt jetzt sehen, dass wir hier noch ein bisschen was bewegen. Es ist eine relativ helle Nacht, das ist schon ziemlich okay so. Die langsame Pfeife, da wollen wir uns jetzt mal nicht von ärgern lassen. Deswegen versuchen wir jetzt mal den Weg abzuschneiden. Das sollte eigentlich klappen, weil wir schneller sind wie er. Wir fahren jetzt hier zur Hauptstraße und biegen dann links ab. Und dann brauchen wir immer nur geradeaus heizen. Und er kommt dann irgendwann von links sozusagen. So, hier kommt keiner. Hier können wir schön in voller Geschwindigkeit rumziehen. Das heißt, wir werden ihn wahrscheinlich hier nicht mal am Ende sehen. Können wir mal gucken. Ne, das war sogar noch ein Truck, das war der noch nicht mal. So, okay, wir fahren jetzt hier hin und machen den Spaß hier klar. Und dann werden wir uns dann um die Abwicklung der Kaffeegeschichte kümmern. Das ist jetzt noch als Aufgabe angesagt. Die Produktion bleibt Ihnen ja erhalten. Da haben wir ja gesagt, die bleibt stehen. Die lohnt sich ja. So, und deswegen gehen wir jetzt zu... Wie sieht das hier aus? Na, das ist auf jeden Fall wohl noch eine Bahn zwischen, schätze ich. Aber da hätte ich natürlich gucken können. Aber hier geht es jetzt erstmal rum. Und hier wollen wir jetzt den Kaffee laden. Das machen wir hier am Ende.
Der Kaffee dürfte durch sein längst. Da seht ihr auch jetzt die wunderbaren Kaffeepakete, wie sie geladen werden. Ja, und 45.000 Liter Kaffee haben wir an Bord. Und wir wissen, wo der Shop ist, und da fahren wir jetzt auch hin. Und dann machen wir nochmal die gleiche Tour, und zwar von unserer Kaffeeplantage aus und verkaufen nochmal Kaffee. Das ist der nächste Schritt. Die beiden Quellen werden wir jetzt noch anpeilen. Da haben wir nochmal 36.000 für Milch gekriegt. Ich werde jetzt natürlich in Windeseile hier mal rüberfahren. Sind wir an dem komischen Kerl da vorbei. Oh, ich vergesse immer, wie breit hier der Hänger ist, ne? Oh! Vom Winkel her würde ich sagen, durch den blöden Zaun, da muss ich so rumfahren. Aber es ist nicht ganz so wild. Und alles, was hier wild ist, ist, dass der Verkehr hier nervt. Los, hup, hup, hup. Mach zu, hup, hup, hup. Wir haben doch keine Zeit. Wir wollen doch unseren guten Kaffee verkaufen. Willst auch morgen früh auch frischen Kaffee haben, also muss man ein bisschen wegmachen hier. So, gut, ja, also wir machen den Kaffeepart zu Ende. Wo man da jetzt hängen geblieben ist, weiß ich nicht. Den Milchpart und den Treibstoffpart haben wir zu Ende gebracht. Der Stoffpart ist auch bereits zu Ende. Das Einzige, was noch groß offen ist, ist natürlich unser Industriegebiet. Wir haben auch die Milch, beiden Milchvarianten schon alles klar Schiff gemacht. Das ist also kein Problem. Also hier bei uns beim Hof ist es theoretisch gesehen nur noch in Anführungsstrichen der Spaß hier. Und das Fleisch natürlich, darf ich nicht vergessen. Ist ja auch kein kleines Etwas. So, ja, natürlich ist ein bisschen ungeschickt gefahren, so dass ich jetzt hier eine Runde den Kreis fahren werde. Hier muss ich abliefern. So. Und hier sollte ich jetzt der gut Geld kriegen. Das hätte ich denn auch gerne. Bitte ein Stapel Geld. Wunderbar. 165.000 für unseren gerösteten Kaffee. Ich fahre es natürlich auf der Seite hier raus. Ich fahre sogar, glaube ich, noch einen weiter. Weil ich muss jetzt ja zur Kaffeeernte noch. Dann holen wir noch die Ernte da und verkauft die Bohnen noch ungeröstet. Dass wir den Part auch zu Ende bringen. So. Wow, okay. Was hat er jetzt hier für einen Auftrag her? Kann man nicht mal sagen, wie das jetzt funktionieren soll? Okay. Ich fahre so eine Runde zur Seite. Ja, das war mein Fehler, aber ne, trotzdem war die Abwicklung dann trotzdem nicht schön. So, also Feld 6. Da wollen wir jetzt hin, den restlichen Kaffee holen. Und da müssen wir echt sehen, dass wir den anderen Spaß auch noch geregelt kriegen. So, hier muss ich natürlich erstmal gucken, dass ich dicht genug ranfahre und richtig draufstehe. Ich sehe hier leider nie, wenn ich richtig stehe oder wenn ich richtig dran bin. Oh, wir laden auf jeden Fall. So, okay, wir drehen wieder und bringen eine Runde den Kaffee weg. So. So einfach ist es. Ich hoffe jetzt wieder auf Glück, dass hier nicht gerade Verkehr vorbeikommt. Aber der Verkehr scheint da gerade weggefahren zu sein. Das ist schon mal gut. Weil man muss natürlich zugestehen, so super viel Zeit haben wir nicht mehr. In der nächsten Folge wollen wir ja alles zu Ende gebracht haben, ne? Das heißt, ich sollte auf jeden Fall anfangen, Wurst und Fleisch in rauen Mengen zu verkaufen.
Ich werde den LKW jetzt hier auch auf dem Verkaufspunkt gleich stehen lassen. Wenn wir ganz am Schluss noch Zeit haben, nochmal in Ruhe die Sachen wegzufahren, werden wir das machen. Sonst, er hat ja GPS, ne? Er weiß ja, wo er Kram ist. So. Und raus damit. Und das sind nochmal 38.000 gewesen. Also ich würde sagen, so schlecht ist das gar nicht gelaufen. Ihn hier müssen wir natürlich auch noch eine Runde zurückbringen, weil wir brauchen natürlich den Traktor. Da kommen wir ja nicht dran vorbei. Weil mit dem müssen wir ja die Palettenwagen am Schluss noch machen. Ne? Deswegen kein Ding. So, dann wollen wir mal. Sollten, bevor wir darüber fahren, natürlich erst eben den Tank eine Runde Richtung Hof bringen. Das macht Sinn. Ne? So. Hier kommt natürlich praktischerweise jetzt ein Querulant im Weg. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall die passende Abladestelle dafür. Die haben wir nämlich auch gerade weggeholt. Ne? So. Dann können wir hier nämlich jetzt wieder vom Hof jagen. Schön nochmal den Pfosten mitnehmen, 2 Minuten vor Feierabend. So, und überholen den Kollegen hier nochmal. So, Dolle. Dann gehen wir hier rein. Und machen uns da hinten auf den Weg. So einfach ist es. Und den werden wir nach und nach den guten Spaß verkaufen. So, hier bin ich natürlich ein bisschen früh abgebogen. Wir müssen natürlich hier einen weiter rüber. Aber wir müssen natürlich noch was anderes feststellen, nämlich, dass die Folge leider schon wieder zu Ende ist. So schnell geht's. Ja, das war die vorletzte Folge auf der amerikanischen Outback. Wir werden am Montag noch eine haben und am Dienstag schon in der Landwirtschaftssimulator 2019 am Start. Also ein fließender Übergang. Und da könnt ihr euch dann an dem neuen Aufnahmeplan dann orientieren, was es denn so Schönes gibt, zu welchen Zeit. Also normalerweise sollten 2 Let's Plays am Start sein, sowie eine Info- und Vorstellungsgeschichte, was den neuen Fuhrpark angeht, was die Unterschiede zwischen der alten und der neuen Estancia La Pacho angeht und solche Sachen. Ja, aber dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr da freuen, wenn ihr beim Finale mit dabei seid am Montag. Sagt dann vielen Dank. Abo, klasse natürlich, auch dann für den neuen Landwirtschaftssimulator. Und teilen und sowas natürlich dann auch. Dann sage ich vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.